Es ist das größte innerstädtische Entwicklungsgebiet Wiens, das Nordbahnviertel. Im zweiten Wiener Gemeindebezirk befand sich nahe des Pratersterns einst der Nordbahnhof. Sein Areal erstreckte sich zwischen Innenstraße, Vorgartenstraße, Lasallestraße und Nordbahnstraße. Seine Geschichte begann 1839, als der Nordbahnhof als erster Kopfbahnhof Wiens seinen Betrieb aufnahm. Durch die Schienenverbindung in die mährischen, schlesischen und galizischen Industriegebiete kam dem Bahnhof eine überaus hohe Bedeutung zu. Nahezu die gesamte Kohle zur Versorgung der Stadt kam hier an. Dementsprechend erfolgte auch ein stetiger Ausbau. Nachdem 1859 eine Verbindungsbahn zwischen dem Gloggnitzer Bahnhof und dem Nordbahnhof eröffnet wurde, musste ein neuer Durchgangsbahnhof geschaffen werden. Das 1865 fertiggestellte neue Aufnahmegebäude lag direkt an der Nordbahnstraße und galt schnell als prachtvollster Bahnhof Wiens. Die Trasse der Verbindungsbahn verlief in Hochlage um den Praterstern herum, der damals noch als Stern von 7 geradlinigen Straßenzügen erkennbar war. Durch die 1875 vollendete Donauregulierung konnte sich der Frachtenbahnhof auf die dadurch frei gewordenen Flächen bis zur Vorgartenstraße um das Jahr 1900 ausdehnen. Der Nordbahnhof galt zu dieser Zeit als wichtigster Personen-, aber vor allem Güterbahnhof der Großstadt. Nach 1918 verlor der Bahnhof durch den Wegfall der Kronländer massiv an Bedeutung, ehe der Verkehr in den Norden durch den Eisernen Vorhang noch stärker eingeschränkt wurde. Aufgrund schwerer Beschädigungen musste der Betrieb im Zweiten Weltkrieg sogar vollständig eingestellt werden, bis 1959 die Nordbahnbrücke wieder befahrbar war. Als das Schnellbahnnetz eingeführt wurde, entschied man sich, einen neuen, quer durch den Praterstern verlaufenden Personenbahnhof zu errichten. Damit wollte man effizientere Umstiegsmöglichkeiten zu anderen Verkehrsmitteln, wie etwa der Straßenbahn, ermöglichen. Später kamen dann noch die U-Bahn-Linien 1 und 2 hinzu. Der einst angedachte Wiederaufbau des ruinösen historischen Aufnahmegebäudes wurde hingegen aufgegeben. An seiner Stelle steht nun eine Wohnzeile. Das riesige Gelände des Frachtenbahnhofs blieb zunächst noch lange in seiner Funktion unangetastet. Erst 1979 wurde ein rund 200 Meter breiter Streifen entlang der Lasallestraße für den Bau von Bürogebäuden freigegeben. Rund ein Jahrzehnt später kamen die ersten Überlegungen auf, das gesamte Areal zu entwickeln. 1993 entstand hierfür ein städtebauliches Leitbild von Heinz Thesar und Boris Podrecka. Die 85 Hektar große Fläche sollte zum größten innerstädtischen Entwicklungsgebiet Wiens werden. Vorgesehen waren rund 10.000 Wohnungen und 20.000 Arbeitsplätze. Zugleich konnte dadurch die Chance genutzt werden, die unüberwindbare Barriere der Gleise abzubauen und die Bezirksteile viel besser miteinander zu verknüpfen. Die Entwicklung erfolgte in zwei großen Etappen, die nochmals in mehreren Bauphasen unterteilt wurden. Als erstes wurde 2008 im Osten der ca. 3 Hektar große Rudolf-Bethner-Park fertiggestellt und um diesen mehrere locker bebaute Blöcke angeordnet. Wasserflächen im Park sollen an die weit zurückliegenden Donauarme der einstigen Auenlandschaft erinnern. Am Rande des Parks entstand zugleich der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Campus als erste zentrale Bildungseinrichtung des neuen Stadtviertels. Der Betrieb des Güterbahnhofs wurde übrigens erst 2010 komplett eingestellt. Seitdem wurde das Gebiet nur mehr von der S-Bahn-Stammstrecke durchfahren, deren Trasse jedoch durch mehrere Unterführungen besser querbar gemacht wurde. Bis 2018 wurde an den Praterstern anschließend der Austria Campus umgesetzt. Der 200.000 Quadratmeter umfassende Bürokomplex besteht aus mehreren in einer einheitlichen Architektur gehaltenen Blöcken. Die hindurch verlaufenden Straßen bekamen ebenfalls ein eigenes Design. Der Campus sollte ursprünglich von der UniCredit Bank Austria errichtet werden
und ihre neue Zentrale beherbergen. Aus finanziellen Gründen musste die Bank allerdings von diesem Plan abweichen und verkaufte die Flächen noch vor der Umsetzung an die Signa Holding. Heute ist sie lediglich in einem Teil des Campus eingemietet. In dem direkt zum Praterstern zugewandten Bürokomplex zog die Zentrale der Wirtschaftskammer Wien ein. Darüber hinaus hat sich hier auch ein Hotel niedergelassen. Für die zweite große Etappe wurde 2014 ein neues städtebauliches Leitbild ausgearbeitet, was das rund 20 Jahre alte und in weiten Teilen überholte Leitbild für das restliche Gebiet aktualisierte. Als Sieger ging das Projekt Freie Mitte, vielfältige Ränder vom Büro Fleiß-Drehowitz hervor. In der ersten Bauphase wurde die rund 500 Meter lange Bruno-Marek-Allee angelegt, welche die Lebensader mit einer einladenden Erdgeschosszone für das gesamte Stadtentwicklungsgebiet darstellt. Um eine ausgewogene und faire Nutzung der Geschäftslokale sicherzustellen, wurde ein Erdgeschossmanagement eingesetzt. Östlich an der Allee konnten in derselben Phase rund 700 Wohnungen und eine rumänisch-orthodoxe Kirche errichtet werden. Den nördlichen Abschluss bildet der Christine-Nöstlinger-Campus, bestehend aus Kindergarten, Volks- und Mittelschule sowie einer ergänzenden Musikschule und Schwerpunkt auf Sonderpädagogik. Außerhalb der Schulzeiten sind im Sinne einer Mehrfachnutzung die Außenbereiche für die Allgemeinheit geöffnet. 2020 erfolgte die Verlängerung der Straßenbahnlinie O bis zum genannten Bildungscampus, wodurch das neue Viertel auch von innen öffentlich angeschlossen wurde. Derzeit wird an der Linie 12 gebaut, welche über die Taborstraße das Gebiet queren wird und in Zukunft auch durch das benachbarte Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof fahren wird. Während in der ersten Etappe noch überwiegend klassische Straßenquerschnitte zu finden sind, wurde die Verkehrsfläche für Autos in der zweiten Etappe möglichst gering gehalten und Durchgangsverkehr verhindert. Der Fokus wird stattdessen auf Fußgängerzonen, Radverkehr und öffentlichen Verkehr gelegt. Die letzte Etappe beinhaltet auf 32 Hektar knapp 5000 Wohnungen und einen 10 Hektar großen Grünraum. Sie umfasst vor allem den Bereich entlang der Bahntrasse und den nördlichen Abschluss. Wie der Name Freie Mitte, vielfältige Ränder es bereits verrät, sieht das Konzept vor, die Gebäude an den Rändern des Plangebiets in hoher Dichte, unter anderem 6 Hochhäusern, zu konzentrieren, um damit möglichst viel Grünraum in der Mitte erhalten zu können. Auf dem weniger intensiv genutzten Bahngelände entstand nämlich seit Jahrzehnten eine Stadtwildnis, die zum Lebensraum für Tiere und Pflanzen wurde. Unter anderem für die geschützte Wechselkröte wurden 2 Teiche angelegt und sogar eine Amphibienunterführung unter der Taborstraße errichtet. In Summe entstand eine überwiegend naturnahe Parklandschaft, auf der auch noch einige Relikte seiner ursprünglichen Nutzung, wie Gleise oder einer der ältesten Eisenbahnbrücken Österreichs, erhalten blieben. Auch bei den neu angelegten Sport- und Spielplätzen, die zum Teil in den ehemaligen Kohlerutschen Platz fanden, orientierte man sich an der Geschichte des Areals. Als letzter baulicher Rest des Bahnhofsareals steht hier noch ein unter Denkmalschutz stehender Wasserturm. Die bauliche Fertigstellung des Nordbahnviertels ist nach derzeitigem Stand für 2026 geplant. Der größte Teil des neuen Stadtteils am ehemaligen Bahngelände ist jedoch heute schon erlebbar und nicht nur für die heimischen BewohnerInnen einen Besuch wert.